Hallo und willkommen zurück zu einer neuen Folge von Hausflipper. Ja, wir sind wieder da und das bedeutet, dass wir hier so einen Raum haben, den wir machen müssen. Da ist ja schon fertig. Und da ist schon fertig. Und ja, hier noch nicht. Ich würde sagen, wir machen diesen Raum hier. Und ich bin am Überlegen, ob ich diese Heizung umsetze. Weil eigentlich gefällt die mir dann nicht so gut. Aber ich wüsste jetzt auch nicht, wo sie besser hinpassen würde. Hier habe ich überlegt, aber hier ist halt ein schöner Platz, um irgendwas anderes dahin zu packen. Deswegen weiß ich es nicht. Vielleicht dahin. Können wir daneben? Ja, das ist doch eine gute Idee, oder? Oder wir brauchen keine Heizung. Wir brauchen schon eine Heizung. Nein, wir packen eine Heizung. Wir machen eine Heizung. So, kleine. Gibt es noch andere? Ne, nur Lichtschalter und so, ne? Klimaanlage brauchen wir jetzt nicht. Hallo? Wieso geht die da nicht hin? Steht der im Weg? Warte mal. Oder warum? Der Platz müsste doch eigentlich reichen, oder nicht? Nicht? Hallo? Was ist hier los? Wieso kann ich keine Heizung hinsetzen? Hallo? Gut. Wie du willst, Spiel. Wie du willst, dann gibt es ja keine Heizung. So, dann machen wir jetzt mit dem Boden weiter. Und ich hätte eigentlich gerne hier einen Teppich. Weiß nicht. Teppich ist zwar voll... Ne? Altbacken. Aber ist mir egal. Einen blauen? Ich will jetzt einen Teppich. So, wir nehmen einen blauen Teppich. Fangen wir mal hier so an. So, guck mal, so schön sieht er aus. Sieht man das? Oh ja, das sieht man. Da müssen wir dann irgendwas an Holz hinpacken, ne? Naja, erstmal hier weitermachen. So. Sieht doch gar nicht schlecht aus, oder? Ist zwar ein Teppich, aber sieht nicht schlecht aus. Weiß nicht, die hier vielleicht? Passen die? Oh, überhaupt nicht. Sie passen überhaupt nicht. Viel zu rot. Was mit denen? Sieht alles doof aus. Was machen wir denn da jetzt? Ne, die sind ja auch zu hell, ne? Ah, gut. Passt noch am ehesten. Mach mal zu. Das sieht aber schäbig aus, hör mal. Ach, ey, ich hasse das. Das sieht total doof aus. Sieht das hier auch so aus? Na klar. Da habe ich ja gar nicht dran gedacht. Weißt du was? Egal, wir machen die jetzt hier hin, so. Und dann passt das. Licht mache ich hier mal überall aus. Ich habe nämlich gesehen in der letzten Folge, dass das dabei ruckelt. Ich meine, irgendwie ruckelt das ständig. Ich weiß nicht genau, warum. Ich versuche wirklich, dass es das nicht tut. Aber, ja. Ich bin ein Noob. Es tut mir leid. So. Ich mag den Flecken nicht. Ich mag den jetzt weg. So. Ich möchte dieses Haus nämlich behalten. Habe ich beschlossen. Hier irgendwo noch. Da ist noch was. Und dann hier. Ah, da. So. Das müsste alles sein. Ach nee, da außen war noch was. Das hatte ich auch übersehen. Da wusste ich aber nicht genau wo, ne? Hier so. Nee, ein weiter. Hier. Aber wo? Wo soll das sein? Innen habe ich es ja nicht gefunden. Oder doch? Ist es doch innen? Wir haben ja auch voll die tollen Bäume, ne? Finde ich gut. Oh, ich warte echt auf ein Update, damit wir hier Sachen machen können. Ne? Hier hinter? Jetzt ist es weg. Okay. Keine Ahnung, wo es war, aber es ist weg. So, dann würde ich sagen, fangen wir hier mal an, ne?
Also wir haben ja schon angefangen, aber machen wir hier mal weiter. So eine Heizung kriegen wir halt nicht. Ich versuche das mal. Wie machen wir das denn? Kann man da einen Tisch hinstellen? Ich mache erstmal die Wände. Die Wände hätte ich dann gerne auch bläulich. Warte, wie haben wir das denn hier gemacht? Wollen wir das hier auch so machen? Auch was Cremiges ins Wohnzimmer? Oder sollen wir hier zwei Blautöne nehmen? Was haben wir denn an Blau? Silbereis zu dunkel. Waldnebel finde ich eigentlich auch ganz nett, ne? Ist halt auch was anderes. Gucken wir mal. Ach, ich wollte ja Kupfer. Ach. Ist Kupfer ist irgendwie. Geht nicht. Nein, Kupfer geht nicht. Schmutziges Rosa. Ich glaube, wir machen eine Farbe, machen wir Regenbogenfarben, oder? Warte mal. Eine Farbe, eine Wand. Und den Rest so. Dann machen wir das einfach so. So. Orange, ich mache mal nur so grob. Gelb, orange, dann ein Rot. Was kommt als nächstes? Erst lila und dann blau, ne? Nehmen wir das oder ein anderes? Haben wir noch ein anderes? Purpurquarz. Wir nehmen Purpurquarz. Purpur. Komm, wir nehmen auch ein Pink dazu. So. Nein! Du solltest auf die Seite. So. So. Dann ein helles und ein dunkles Blau. Nehmen wir einmal Indigo. Und Nachtblau. Dann grün. Pistazien nehme ich nicht. Konnte vergessen. Aber hier, nimm schon mal das schwere Grün. Und Birne wäre gut, ne? Hier reife Birne. Ja, wir nehmen reife Birne. Auf jeden Fall. So, und dann fehlt uns noch ein Braun. Dann nehmen wir mal Kakao. Vielleicht mal ja auch das ganze Zimmer so. Mal gucken. Nehmen wir auch ein Grau dazu? Ich weiß nicht. Auf jeden Fall brauchen wir noch Schwarz hier hinten. Nein, ein Grau nehmen wir nicht. Wir nehmen Schwarz. Also eigentlich ist es nicht wirklich Regenbogen. Es ist mehr so die Farbpalette. Ach, komm, wir lassen Schwarz weg, oder? Nee, wir nehmen keinen Schwarz. Und ein Beige brauchen wir noch. Ein schönes Beige. Kräftiges. Hier, Kaffee mit Milch ist gut. Ist nicht so richtig beige, aber ist gut. Hallo? So. Ja. So passt das. Für dich noch brauchen, weiß ich gar nicht. Gucken wir mal. So, wo fangen wir denn an? Hier so in der Ecke, würde ich eigentlich sagen. Tja, das dauert jetzt.
nicht nur, dass es mega aussieht, meiner Meinung nach, es geht dann noch perfekt auf. Wie cool ist das denn? Guck mal, wir können uns hier hinstellen. Ist der Farbverlauf... Okay, Entschuldigung, ich bin gerade... Ich träume hier gerade ein bisschen. So, dann brauchen wir natürlich auch eine entsprechende Lampe, ne? Wer könnte dieses Spiel nicht lieben? Ich muss ein Foto machen. Mann, ich bin immer zu schnell für das Spiel, weißt du? Bin sehr fix. So. Ja, dann brauchen wir eine Lampe, habe ich gesagt, ne? Eine bunte. Eigentlich. Ich weiß nicht, ob das so toll aussieht, ehrlich gesagt, aber... Die setzen wir mal hier so in die Mitte. Warte. Versuchen es zumindest. Ja, ziemlich. Nicht perfekt, aber ist okay. Oder? Ja, komm, ein bisschen rüber muss sie schon, ne? Ja, vielleicht so. So, dann verkaufen wir mal die Farbeimer. Die brauchen wir nämlich definitiv nicht mehr. Ist ja schon perfekt hier. So. Oh, ich freue mich so. Sehr schön. Ich mag dieses Zimmer sehr. So, dann brauchen wir einen Schreibtisch, habe ich gesagt. Dann können wir auch mal endlich den Laptop vom Boden runterholen, ne? Tische. Ne, warte, wir sind unter... Oder nehmen wir so einen Tisch? Können wir ja theoretisch auch. Das ist aber auch irgendwie doof. Nein, wir nehmen einen normalen Schreibtisch. Dach. Hier so einen kleinen, der ist doch gut. Was haben wir da für Farben? Wieder nicht die, die ich haben will. Hallo, ich drücke. So. Wenn der so ginge, das wäre gut. Aber naja. Oh, wie weit steht denn der raus? Ah, geht noch, ne? Ah, ein bisschen weiter darüber noch. Nur ein bisschen. Nicht ganz so viel. So. Ja. Dann können wir jetzt unseren Laptop schnappen. Und ihn hier draufstellen. So. Wunderbar. Da in die Ecke muss natürlich eine Pflanze und wir brauchen noch einen Stuhl. So, Mist. Der Stuhl könnte ein Problem sein. Was haben wir denn hier für Farben? Glas? Blaus? Was? Wo ist denn das jetzt blau? Sieht immer gleich aus, oder meint ihr es nur? Wieso gibt es denn nur in so doofen Farben? Gelb. Das Gelb könnte ein bisschen kräftiger sein, da fände ich es ganz cool. Komm, nehmen wir dunkelblau. Können wir den da reinschieben? Nee, ne? Natürlich nicht. So, wie können wir den denn passend hier hinstellen? Da. Man kann zumindest noch drumherum laufen. Das könnte sich aber ändern, wenn ich hier was hinstelle. Was ich vorhabe eigentlich. Warte. So. Geht das nicht noch ein bisschen? Ich will mal den schräger hinstellen. Oder gerade. Oder andersrum. Da war gerade ein guter Punkt, glaube ich. Obwohl, so steht er auch nicht näher dran, ne? Na komm schon. Warte, kommen wir es vielleicht von hier oben besser? Vielleicht stehe ich ja im Weg, weiß ja nicht. Ne. Warte, dann lassen wir den so. Okay, was stellen wir da in die Ecke? Eine Pflanze und so ein Tisch oder ein Schränkelchen. So ein Tisch finde ich ja gut, aber da kommen wir ja, wie wir gelernt haben, nichts draufstehen. Ey, du Otto. Wie groß ist denn der? Oh Gott. Das ist ja Witz.
Nee. Vielleicht sowas? Kirschholz, Wenge, Weiß, Buche, Grau. Haben wir ein Grau? Können wir hier noch durch? Nein! Dafür sind wir mal wieder zu dick. Ich meine, wir können doch nicht mal drüber springen. Okay, das geht nicht. Dann kommen wir nicht mehr da rein. Oh, ist was Schmaleres? Das ist irgendwie sehr schwierig, ein kleines Haus einzurichten. Vielleicht ist die Idee mit einem Tiny House doch nicht so gut. Ja, wir denken ein bisschen darüber nach. Wie wäre es mit der Yucca-Palme? Oder hier? Die hier. Die können wir schon mal hier in den Schreibtisch pfeffern. So. Die sieht man ja nicht so gut, ne? Ja, nur den. Die will ich. Warte. Packen die mal hier hin, da muss es gehen, ne? So. Na komm, steht da halt eine Pflanze und kein Dings. So, dann machen wir hier die Yucca-Palme mit einem lila Topf. Nehmen wir. Na. Ja, die sieht man auf jeden Fall besser. Machen wir hier die Tür zu. So. Hier brauchen wir aber auch noch Licht, ne? Wir könnten eine Schreibtischlampe nehmen oder wir nehmen eine Wandlampe, eine gute. Was haben wir denn da so? Hier so eine. Haben wir die in Farbe? Himmelblau? Oder schwarz? Okay, was haben wir hier? Ich mache die weiter runter dann. Ja, so ist total gut. So machen wir das. Gut. Dann brauchen wir einen Fernseher. Warum eigentlich? Ich gucke nie Fernsehen. Aber egal. Wir nehmen trotzdem einen. Haben wir eine Mikrowelle? Guck mal hier, sowas. Wäre doch auch mal gut. Ne? So, das stellen wir hier so hin. Damit, oder hier. Wenn nämlich hier das Sofa hinstellen, dann passt das doch hier ganz gut. So. Weiß nicht, ob das hilft, aber. Wir können ja so einen großen nehmen, aber den finde ich doof. Hier haben wir gar keinen Fernseher. Doch, da. Ein Hängender passt da nicht hin. Wir können auch den nehmen, oder? Gucken wir mal eben, was wir an Fernsehschränken haben. Tische? Ist das hier? Ne, bei Schränken, ne? Schränke und Schränkchen. Den finde ich ja auch toll, ne? Hell, weiß, beige. Hier so schön bunt. Huch! Aber ich weiß nicht. Der nimmt ein bisschen viel Platz weg für so eine kleine Bude. So toll sieht er eigentlich gar nicht aus. Wie ich dachte. Wir könnten natürlich argumentieren, ja, den haben wir damals von Oma Erna bekommen und umgestrichen, aber... Nee. Der ist mir zu groß. Können wir hier vielleicht einen Fernseher draufpacken? Haben wir Eiche. Hier so ein bisschen schräg. So. Na, warte, erstmal den Fernseher. Also den Monitor. Wir nehmen den Monitor. Wird man schon Fernsehen mit gucken können. Der ist nur in der Farbe. Kann man den ändern? Nö. Ja. Warte, mal gucken, ob wir den Tisch ordentlich da drunter kriegen.
Sieht fast gewollt aus, finde ich. Könnte man noch was drehen? Mal so. Den hätte ich eigentlich lieber ein bisschen so. Ach, so ist gut. Ich finde das gut. So lassen wir das. Muss nicht perfekt sein, finde ich. Oder was meint ihr? So, dass im Moment so warm ist. Also jetzt ja nicht mehr so sehr, aber war es zumindest. Packen wir mal hier noch einen Ventilator hin. Den kann man gut gebrauchen. So. Dann brauchen wir ein Sofa oder so. Oder nehmen wir einen Esstisch. Würde ja auch gehen, ne? Einen kleinen Esstisch anstatt einem Sofa. Und dann können wir vielleicht einen Sessel dazu packen oder sowas in der Art. Wer sich ein bisschen wundert. Oh, der ist ein bisschen groß. Wir nehmen den. Der ist, glaube ich, besser. Ja, der ist schön. Wer sich ein bisschen wundert, ich möchte ich möchte gerne, dass das hier schon so, ne, so erstausstattungsmäßig aussieht. Man kriegt halt viele Sachen geschenkt. Guck mal, da hätte ich gern ein Sofa. Passt doch eigentlich, oder? Man bekommt viele Sachen geschenkt. Sorgt sich eben nicht alles selber. Die ist zu groß für den Tisch. Warte, die können wir fast als Sofa nehmen. Können wir Kissen an die Wände machen? Nee, ne? Nee, ich habe ja noch nicht mal Kissen. Ach, was soll's. Nee, jetzt lassen wir. Hier, die hier nehmen wir. Himmelblau, grün, was haben wir noch? Rosenblüten, grau. Na komm, die nehmen wir mal in grau. So, passt die überhaupt dahin? Überhaupt nicht, ne? Hallo? Sofa? Könntest du? Ja, das geht nicht. Vielleicht nehmen wir besser einen Sessel. Was mit dem? Ne, ist auch zu groß. Passt hier irgendein Sofa hin, sonst nehmen wir einen Sessel. Aber dann so ein. Geht ja auch, ne? Dann stellen wir den Tisch davor und dann passt das. Oder die hier, die finde ich ja auch sehr geil, ne? Rot. Himmelblau. Weiß mit schwarzen Blumen. Ich nehme hier mal ein Rot. Ja, guck mal. Die passt doch. Ich dachte schon, wir kommen nicht mehr ruhig. Aber geht. Na. So. Guck mal, dann kann man sich hier hinsetzen, essen. Jetzt hier ganz schön viel Freiraum irgendwie, ne? Können wir noch ein Regal hinstellen? Das ist eine gute Idee. Gucken wir mal. Ich knarz hier immer mal ein bisschen, wisst ihr ja. Können wir noch so eine Wandlampe hier in der Ecke packen? Sind aber doof. Die gefallen mir alle nicht. Zieh da. Obwohl. Hä? Wieso geht das nicht? Achso. Aber es sieht. Ne, ist doof. Das gefällt mir nicht. Weiter Regale wollte ich, ne? Ach hier, Jalousien haben wir ja auch noch nicht, ne? Gibt es immer nur in Weiß. Ja gut, machen wir gleich noch.
Da, jetzt habe ich sie. Das dahin passt? Ich glaube nicht, oder? Aber das ist so eine schöne Farbe. Hallo? Ja, es tut mir leid. Können auch so machen. Guck mal, da kann man gut Fernsehen gucken. Tun wir das woanders hin oder packen wir es ganz weg? Ich weiß noch nicht. Vielleicht passt der ja noch hier hin. Ich glaube aber nicht. Ah, doch. Passt sogar. So. Muss aber ein bisschen weiter hin. So, ein bisschen weiter hin. Ja, so ist okay. Habe ich hier nicht gerade durchgepasst? Wieso passen denn jetzt nicht mehr? Doch, jetzt passt wieder. Hä? Warte mal. Ist ja kein Problem. Wir können den ja ein bisschen noch hier so hinstellen. Ne? So. Ein Stück. So. Ja, jetzt geht's. Voll das vollgestopfte Apartment. Aber wir brauchen ja auch Dinge. So ein Fernseher zum Beispiel, warum auch immer. Genau. Hier habe ich mir ja gerade überlegt, für einen Kundenempfang ist das ja ganz cool. Hier können wir noch Regale hinpacken, oder? Passen die da hin? Ich weiß nicht. Warte mal eben. Eins am anderen. Eins am anderen. Nicht zu aufgeregt werden jetzt. Das hier passt wahrscheinlich nicht. Könnte passen, wenn wir den weiter vorstellen, aber dann ist da wieder, haben wir wieder andere Probleme. Obwohl, warte mal. Vielleicht können wir. Keine Sorge, es bleibt nicht ja stehen. Diesen Tisch weiter vor, dann das hier weiter vor. Ne, es gibt hier wieder Probleme, ne? Wir versuchen es einfach mal. So, dann das. Hallo? Hier so hinter, so dass wir quasi einfach nur so eine Ablage da haben. Kann man das machen? Mist, weiter darüber passt nicht. Das hier steht ja jetzt schon ganz dran. Müssen wir mal eben austarieren. Ja, steht schon ganz dran. Aber vielleicht können wir noch was darüber, oder? Nein, können wir nicht. Puh, wir können noch durch. Wir können noch durch, alles gut. Sieht aber doof aus. Das hatte ich mir anders vorgestellt. Aber können wir vielleicht trotzdem irgendwas dahinter stellen? Warte mal. Was haben wir denn generell so? Das ist zu hoch, ne? Ja, das ist zu hoch. Das passt noch nicht mal. Wie kommt das? Achso, wahrscheinlich, weil es so hoch ist. Was denn hiermit? Kann da zwei von hinstellen? Nein. Nein. Nein, 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 nein. Gibt es nicht irgendwas, was wir da so... Das ist mir zu breit. Was ist denn mit dem? Davon würden auch zwei dahinter passen, ne? Warte mal. Mal ein bisschen vor. Gucken wir jetzt nochmal.
Das wäre doch ganz cool, oder? Was haben wir denn noch? Ist ja im Prinzip eigentlich egal, oder? Sieht man ja eh nicht. Jetzt lass mich doch mal. Diese blöde Lampe ist im Weg. Die ist ganz schön hart. So. Geh jetzt nicht näher. Na gut. Was haben wir da für einen Abstand? Das sieht auch sehr seltsam aus, muss ich sagen. Manu, dann stellen wir halt nichts dahinter. So. Puh. Habe ich gedacht, geht nicht. Dann halt nicht. So, sind wir ganz dran? Nein. Alles wieder zurück, weißt du, ihr blöde Ausprobiererei. Da sind wir ganz dran, okay. So, dann packen wir hier noch einen Stuhl hin. Hm, kommen wir hier noch? Mann, ich will noch irgendeinen Schrank. Ist ein bisschen groß. Nein, wir lassen das mit dem Schrank einfach. Dann kriegen wir halt keinen. So. Hier so ein Hocker wäre auch super. Guck mal. Den können wir auch hier noch einen hinstellen, ne? Ich sehe den Hocker gar nicht mehr. Warte mal. Kleider mal Licht anmachen. Hallo Hocker, da bist du ja. Warte. Können wir auch einen hier drunter stellen, oder? Ach komm, ein Hocker reicht. Sitzsack konnten wir noch. Nein, nein, aus jetzt. So. Was fehlt? Blumen fehlen. Es fehlen wieder ganz viele Blumen. Fehlt sonst noch was? Was haben wir hier denn noch? Oh. Oh. Ah. Ja, ich weiß, das ist nicht platzsparend, aber ich will den. So, hier so schön schräg. Guck mal, ist doch super. Wenn man hier sitzt, kann man super über den Stuhl hinweg gucken. Und da, hier, guck mal. Wir können 20 Leute einladen, hör mal. Gar kein Problem. So, gucken wir mal bei Sonstiges. Haben wir einen Mülleimer? Das ist jetzt ganz wichtig. Ne. Dann brauchen wir hier einen Mülleimer. Oder hier. Vom Kühlschrank am Herd ist alles doof, ne? Hier, wir packen den hier um. Nein, packen wir nicht. Ach du liebe Zeit. Gut, haben wir nur einen Mülleimer hier. Was soll's. So. Müssen wir halt immer ein bisschen laufen. Ist nicht so schlimm. Brauchen wir auch noch einen Papierkorb oder geht das so? Gucken wir mal, ob er passt. Hier unter den Tisch, da oben. Ja, das geht. Wir stopfen diese Bude sowas von voll. Ach so, ein Regal wollte ich ja auch noch, ne? Warte mal. Schwarzstahlglas. Glas? Haben wir denn hier noch? Achso, das, was dahinter ist. Warte mal. Nehmen wir das. Boah, dieses Licht, ne? Mich nervt das so, dass sie das geändert haben. Ich finde das nicht gut. Und wieso kann ich hier nicht putzen? Finde ich auch nicht gut. Tja. Muss jetzt mal meckern.
Hier kommt so eine schicke grüne Vase auf die Fensterbank. So. Hier kommt überhaupt, hier kommen haufenweise Vasen hin. Das ist unser Vasilsurium. Ja, das Wort gibt's. Das gibt es in meinem Kopf auf jeden Fall. Da gibt es das. So, hier so eine blaue noch. Und was nehmen wir noch? Hier so eine. Schön nach Größen sortiert. Das ist doch super. Nee, das gefällt mir nicht. Das gefällt mir nicht so. Packen wir mal die dahin. Die dahin und dann die dazwischen. Ja, so ist besser. Haben wir denn noch irgendwas für hier? Außer Vasen. Haben wir schon so einen? Nein. Ich weiß nicht, warum alle Menschen hier... Warte, nee, viel besser. Wir machen was anderes. Ich wollte noch da drüben sowas haben, ne? Warte mal. Muss ich mal ganz kurz hier anbringen. Jetzt geht das wieder los, blöde Kruckel. Nein, das ist zu wenig Platz. Och, Manu. Komm, dann machen wir es dahin. So. Dann eins andersrum. Wie wäre es mit Grau? Ja, sehr gerade. Verdammt. Jetzt dreh dich doch nicht immer. So passt das. Hier, so Messerständer brauchen wir auch. Mann, was haben wir da vollgepackte Küche immer? Hallo? Wir brauchen keinen Messerständer. Was haben wir hier noch? Eine Gabel. Ach, brauchen wir auch nicht. Wird überbewertet. Eine Uhr in... Orange. Hier so? Nee, hier. Hier sieht man den, glaube ich, besser, oder? So, eine Uhr. Kerzen brauchen wir. Wir machen bei einer Fensterbank machen wir ganz viele bunte Kerzen. Oder hier. Oder? Nee, hier machen wir was anderes. Ich mache die hier auf die Fensterbank. So. Was denn da los mit dem Schatten? So, und zwar bunt verteilt. Wir sind nämlich ein bisschen kerzenverrückt. So. Hast du jetzt davon? Ich hoffe, das sind nicht zu viele Kerzen. Guck mal gleich, wie ich die noch arrangiere. So, von jeder Farbe eins. Das sieht aus, als würden die schweben. Sind wir hier in Hogwarts oder was? Was ist denn da los? Tja. Ich kann das nicht so. Ich kann einfach das nicht so stehen lassen. Es geht nicht. Tut mir leid. Wir müssen die sortieren. Wenigstens etwas. So. Voll gut sortiert. Die ist noch groß. Wie wäre es, wenn du dich mal so hinstellst, wie ich dich haben will? So, die muss dahin. Und die muss ein bisschen vor. Und die muss ein bisschen darüber. Hier mit die Berge.
Das ist zu weit. Okay, weißt du was? Wir nehmen, was wir kriegen können. So. Jetzt machen wir das nämlich in umgekehrter Reihenfolge wieder anders. Verstehst du? Nee, ich auch nicht. Du bist falsch. Du musst dahin. Du musst dahin. Und du bist zu viel. Komm, dich stellen wir am Tisch. So. Okay. Kerzen. Wir brauchen so einen für DVDs. Nein. Für. Ja, vielleicht doch für DVDs. Und dann brauchen wir noch so eins in Blau für CD-ROMs. Kennst du noch CD-ROMs? Kann man da eine Pflanze draufstellen? Warte mal. Nein, natürlich nicht. Warum sollte man das auch können? Ist völlig unsinnig, da irgendwas draufstellen zu können. Hier kommt er hin. So. Hier so. Brauchen wir. Bücher brauchen wir selbstverfreilich auch. Da wir aber kein Bücherregal haben, müssen wir die alle hier stapeln. Stapeln. Da war's. Ich hab's gesehen. So. Passt da noch eins oben drauf? Ja, schon. So. Da haben wir diese drei. Dann brauchen wir hier noch so ein paar. So. Na, schön. Gewollte Unordnung, bitte. So. Dann haben wir natürlich noch das wichtige blaue Buch und das schwarze. Hallo? Die wollen nicht? Gut, kommt das dahin. Warte. Du musst dich mal ein bisschen drehen, so. Das schwarze. Das ist auch ganz wichtig, das schwarze Buch. So. Puh, ist ganz schön schwierig, so Sachen einräumen hier, ne? Warte, Tische. Nee, warte, ich geh mal von oben runter. Badezimmer, da ist nichts mehr sonst. Betten, Boden, Fliesen, Decken, Farben. Fotos und Bildern. Ein paar. Gut. Such mir natürlich als erstes das größte raus, das ist super. Nee, das auch. Warte mal. Wir sortieren die mal nach Preis. Dann haben wir, glaube ich, genau. So, eine Fensterbank ist für Fotos. Nehmen wir mal die hier. Da steht zwar schon was. Hier. Von Erna. Nee, das war die Oma. Von, weiß nicht. Fred. Die Katze heißt Fred. Und hier hat noch jemand die auch gezeichnet. Das brauchen wir auch, das Bild. Und dieses, weil, ich weiß nicht. Wir brauchen viele Bilder. Ich weiß nicht genau warum, aber die brauchen wir. Achso, warte, jetzt haben wir solche Fotos. Warte, hier muss doch irgendwas hin, ne? Da müssen wir gleich mal gucken. Hier. So, können wir den Kunden zeigen, wo wir schon überall waren? Hier im Wald waren wir. Und auf dieser Burg, die steht in Schottland sicherlich. Dann waren wir hier auch in Indien oder in der Türkei. Ich habe keine Ahnung. Da waren wir auch, das ist in Neuschwanstein. Auf dieses Bild bin ich ganz besonders stolz. Ich weiß aber nicht mehr, wo das war. So, hier, das ist in Italien gewesen. Und das ist in wieder in Schottland. Wir sind ein bisschen durcheinander, die Fotos leider. Das hier ist bei mir vor der Tür im Wald. Da gehe ich auch gerne mal spazieren und ja, da habe ich dieses Foto gefunden.
Das wieder in Schottland. Das ist zu groß. Warte, können wir das hier hinpacken? Sieht das gut aus? Ist aber unter die Lampe, ne? Nicht auf. Ja, doch. So ist gut. Sind die jetzt wieder klein? Nicht klein genug. Haben wir noch ein kleines? Ich weiß nicht. Ist auch so groß, ne? Das passt da nicht, oder? Ah, doch. So. Da waren wir schon überall. So. Was haben wir noch? Das hier finde ich auch sehr cool, muss ich sagen. Das muss auch irgendwo hin noch. Passt ja eigentlich nur nirgendwo hin. Es passt nirgendwo hin. Ah, doch, da. Nee, da wirkt es ja nicht so richtig, ne? Können wir nicht ein Fenster aufbauen, das dafür aufhängen? Bin ich schon wieder zu schnell unterwegs, ne? Ich würde wieder schlecht. Es tut mir leid. Ja, guck mal, kann man es da aufhängen? Ja. Sieht gar nicht so geil hier aus, wie ich dachte, weil es ist unsymmetrisch zu dem und. Tja, das ist halt jetzt so. Hör jetzt auf mit diesem Licht. Oh, ich hasse das, ne? Ich finde diese Änderung so kacke. Das hätten sie wegen mir nicht machen müssen. Naja, sie haben es auch nicht für mich getan. Ich weiß nicht, wer sich da beschwert hat, aber ich finde es nicht gut. Oh, haben wir hier noch mehr? Sind es. Ja, das sind nur welche. Warte mal, dann. Hier fehlt nämlich noch eins. Das bestimmt auch in Schottland. Ach komm, die packen wir hier noch hin. Packen wir die Wand noch voll. So, jetzt sind die alle so. Warte. Dann müssen wir noch mal umräumen, glaube ich. So. Das dahin. Mit das einen rüber. Das hier ein bisschen runter. Dann das ein bisschen hoch. Eins muss da noch hin. Haben wir nicht noch ein kleineres? Wahrscheinlich nicht, ne? Na gut. Nein, dahin. So, und hier müssen wir jetzt mal gucken. So, und da kann dann noch ein großes hin, oder? Oh, das ist aber sehr groß. Warte mal. Das nehmen wir aber so. Nein, so ist doof. Nicht bis zum Rand, bitte. So, sieht das gut durcheinander aus? Ja, ne? Ja, das ist gut. So hängt man Bilder auf. Wenn man die nicht alle auf einmal kriegt. Oh, Foto Wien. Na, ich packe die hier mal noch näher zusammen. Ist nicht so einfach, Urlaubsfotos aufhängen. Kennt ihr das? Bin immer am Überlegen, welches ich jetzt wirklich brauche und welches nicht. So, haben wir denn bald mal alle? Ist das wieder ein großes? Nee. Was mit dem? Ja, das geht noch. Ach komm, so bleibt das. So, jetzt haben wir aber genug Bilder, bitte. Wir brauchen diese Pflanze noch. Ja, doch, mit einem lila Topf. Dahin, dahin. Ich weiß nicht so genau. Ich stelle mal dahin. Können wir die hier irgendwo hinstellen?
Können wir die ins Fenster stellen? Ja. Dann nehmen wir die hier noch. Obwohl, warte, die packen wir da hin. Hier so. Oder direkt hinterm Fernseher. Ja, da sieht man die auch gut. Warte, anderer Topf. Cyan zum Beispiel. Na. So, die dahin. Ich liebe ja Pflanzen und ich habe hier einfach viel zu wenig, weil meine Katzen die immer aufessen. Und deswegen kann ich die nicht überall stehen lassen. Und dann sind die nur in einem Zimmer. Und in diesem einen Zimmer sind die dann alle eingepfercht. Und ja, das ist nicht schön. Aber wenn sie, was willst du machen, ne? Wenn, ja. Ich fehlen nur noch irgendwelche... Nicht noch Sachen zum Hinstellen. Wir können die Esel noch nehmen. Hier auf dem Schreibtisch. Irgendwie fehlen mir so ein paar Deko-Sachen noch. Also es sind ja schon viel da, versteht mich nicht falsch, aber ich würde auch noch mehr nehmen, ne? So ist nicht. So, dann packen wir die Kiste dahin. Was können wir denn noch? Können wir die irgendwo hinhängen? Ne, ne, ist zu groß. Ach, die hätten wir eigentlich hier hinhängen können. Wir können ja auch hier so hinhängen. Nein. Nein, das lassen wir einfach. So, hier haben wir noch eine schicke Vase. Oh Gott, ist die klein. Wieso so eine kleine Vase? Hätte die nicht größer sein können? Ach, jetzt geht's. Ich dachte, da kann man nichts draufstellen. Warte mal. Mal das noch ein bisschen dahin. Dann die ein bisschen mehr mittig. Nee. Na, das ist hier nun mal Millimeterarbeit. Wir haben irgendwie ein Faible für Vasen, habe ich gerade festgestellt. Ich weiß auch nicht genau, wo der herkommt, aber haben wir. So, haben wir einen Vasenfimmel. Jawohl. Kennt ihr den Vasenfimmel? Haben manchmal Menschen. So, hier kommt noch eine hin. Dann... Da noch eine hin. Ich brauche mehr Deko. Kann ich überall Vasen hinstellen. Ein Ball. Was sollen wir mit einem Ball? Ja, Bücher doppelt kaufen ist auch doof. Haben wir bei Survival irgendwas, was Sinn macht? Könnten ein paar Gummistiefel hinstellen. Aber wofür? Ich meine, manchmal kann man Gummistiefel gut gebrauchen. Ja gut, haben wir halt ein paar Gummistiefel. Warum nicht? Wasserbehälter, Wasserflasche. Hier, die können wir noch hier hinstellen für uns. Und vielleicht noch eine für Gäste, oder haben wir da was anderes? Da machen wir ein bisschen Organic Food hin. Für Gäste packen wir die Knarre am Tisch, ist auch eine gute Idee. So. Was ist das? Plastikfass? Wir brauchen dringend Erdnussbutter in der Küche. Kann man die hier oben reinstellen wenigstens? Irgendwo? Ach Mann, das ist doch doof. Ein Kühlschrank? Nein, wir müssen ja auf den Arbeitsplatz stellen. Gut. Lass mich wieder hier runter. So, Erdnussbutter. Verbandskasten. Könnte der, passt der hier rein? Wäre ja schön, wenn der ein bisschen schicker aussähe, aber was soll's. Kanister.
Er macht Gläser. Ich will jetzt nichts zu komisches irgendwie. Container für Lebensmittel. Boxen. Boxen brauchen wir nicht. Wir könnten hier, guck mal. Die Kappe können wir noch im Schlafzimmer ins Regal packen. Boah, dieses Licht, ne? Es nervt mich so. Wieso geht es immer aus? So. Eine Waffe unterm Kopfkissen vielleicht noch? Nein. Warte, ich habe noch. Irgendwas habe ich doch noch gesehen, was ich überlegt habe jetzt. Genau, Klopapier. Jeder Mann? Was? Jeder Mensch, wollte ich sagen. Jeder Mensch braucht Klopapier. So. Und bei manchen steht das genau da. So, was haben wir noch? Nee, hier waren wir jetzt. Teppiche. Brauchen wir noch irgendwo einen Teppich? Ich glaube nicht. Wir könnten noch, hier. Ach, schade, das geht nicht. Hallo? Es ist ein Teppich. Wieso kann er nichts runterlegen? Na, so ist... Die gerade... Was macht die Box denn da? Bleib bitte einfach stehen. Mensch. Okay. Tische. Haben wir jetzt genug. Entschuldigung, ich halte mir gerade den Mund zu. Das ist irgendwie doof beim Aufnehmen. Was haben wir hier noch? Eine Mikrowelle. Achso, genau. Ich wollte die Kaffeemaschine noch. Ja, die kann nämlich jeder gebrauchen. Genau, Jalousien wollten wir auch noch. Wandlampen brauchen wir nicht. Okay. So, Jalousien. Das kann hier hin. Ein geschlossenes würde ich auf jeden Fall hier hinpacken. Ach, das geht nicht wegen der Pflanze. Echt jetzt? Warte mal. Wenn wir die weiter nach vorne stellen. Warte. Mal alles so ein bisschen neu justieren. So. Was ist jetzt? Wie gemein das einfach ist. Gut, keine Pflanze hier. Können wir die noch? Können wir die... Toll, was soll die denn da? Gut, wächst die halt in eine Wand. Pff. Warte mal, wir montieren das noch. Ja, erst dran packen, dann anschrauben, ist schon klar. So, wir montieren das mal eben. Dann gucken wir mal, ob wir die nicht wieder draufstellen können, einfach. Davon wegen, das geht nicht. Pff. So, dann montieren wir hier. Ich finde die Jalousien ja irgendwie doof, aber irgendwie ist auch das... Ja, okay, wir brauchen jetzt kein Licht mehr, es ist hell genug. Aber irgendwie, ja... Können wir das anders machen? Die finde ich halt auch irgendwie doof. Was haben wir denn da? So braune Streifen, rote Seide. Goldene Blumen. Guck mal, so verdeckt die alle Bilder. Da geht nicht wegen irgendwas. Warum auch immer es nicht geht. Lass mich raus! Hier wäre eigentlich das Einzige, wo es Sinn macht. Mann, ist doch doof. Was soll's? Wir packen überall Jalousien jetzt dran. Da geht's wieder nicht. Da auch nicht. Ja, gut. Muss man die halt auf den Boden stellen zum Anbringen, ne? Was soll's? So, wir müssen auch überall Jalousien dran machen und dann haben wir das Haus fertig, ne? Hat ja lange genug gedauert. Ach du lieber Gott. Diese Folge ist sehr lang. Es tut mir leid. Nein. Jetzt will ich mich beeilen. Jetzt mache ich nur noch Mist. So.
Hier mal kurz am Boden. Ups. Mal kurz am Boden. Dann die Jalousien dran. So. So. Wieder Blume drauf. So, perfekt. Das ist schon ziemlich eingeschwärzt. So, dann nehmen wir die offenen. Das sind die geschlossenen. Die geschlossene packe ich immer noch hier hin. Und bei den anderen Fenstern nehmen wir dann die offenen. So. Gut. Hä? Da. Hallo? Ach, da passt auch wieder nicht. So. Mann, ey, weißt du? Einem anderen klappt das immer, nur hier nicht. Jetzt, wo ich mich beeilen will, damit die Folge zu Ende ist. Na, stell dich da! So. Aber wir haben es gleich geschafft. So. Dann müssen wir die hier mal kurz darunter stellen. So und so. Damit wir da auch welche anbringen können. Sonst geht das nämlich nicht. Gott sei Dank können wir die Blumen wenigstens hinterher wieder draufstellen, ne? Das ist ja schon mal was. So. Komm wieder her. Und du bitte auch. So. Dann würde ich sagen, sind wir fertig, ne? Guck mal, wenn ich so mache, tanze ich ganz wild. Entschuldigung. Also, dann sind wir fertig. Ich bin zufrieden. Ja, ich bin echt zufrieden. Also, gefällt mir gut. Das Badezimmer ist halt recht schlicht, bis auf die Kappes da am Dingens. Hier haben wir auf jeden Fall eine Kaffeemaschine, ist ganz wichtig. Und Erdnussbutter. Also wir haben schon mal alles, was wir brauchen in der Küche. Mehr brauchen wir eigentlich nicht. Und ja, ich finde dieses Zimmer sehr heimelig. Mir gefällt das sehr gut. Ich hätte total gerne noch irgendwie, dass man so Gläser um den Tisch stellen kann. Ne? Das wäre ganz cool. Ein Platzdeckchen oder... Gut, da gibt es wahrscheinlich... Da kannst du unendlich viele Sachen kannst du dir ausdenken. Aber okay. Ich liebe dieses Spiel immer noch. Und ich liebe dieses Zimmer. Und es ist so schön bunt. Ich gehe jetzt mein Schlafzimmer streichen. Nein, mache ich nicht. Ich habe nämlich keine Farbe. Aber würde ich sofort machen eigentlich. Also, vielen Dank fürs Zuschauen bis hierher. Lasst mir da, was ihr wollt. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüss.